Hier will ich nicht ändern, passt so. Damals in der längst Vorbeizeit. Habe ich auch noch nie gehört. Längst Vorbeizeit. Was gibt's hier so? Kann man hier noch was entdecken? Das ist Elvis in echt. Elvis lebt, Freunde. Fragt, ob du erschöpft bist, da es vom Dorf bis hierher recht weit ist. Er fragt sich, ob deine Mamu weiß, dass du hier bist. Hoffentlich habe ich ihr Bescheid gegeben, dass ich Elvis treffe. Du bist ein braves Kindling, also wird es schon so gewesen sein. Selbst die Jungen vergessen mal was. Er versteht, warum du den weiten Weg auf dich genommen hast, um sie zu sehen. Die Kartoffelköpfe. Für Kartoffeln. Die Kartoffelköpfe, auch Nono genannt, sind ein kleines Wunder. Sie sind irgendwie mit diesem Bäumchen hier verbunden und nähren es. Also für Kartoffeln reiß ich echt weit auch. Gar kein Problem. Weil aus Kartoffeln kann man Pommes machen. Du könntest recht haben, denn genau wie Kartoffeln stecken sie voller Energie, einer exzellenten Quelle an Ki. Die Nono ziehen es vor, sich im Glitzergras zu verbergen. Er meint, du solltest hingehen und es schütteln. Mhm. Vielleicht lässt sich dann einer von ihnen blicken. Schauen wir mal. Gehen wir mal hin. Hüpf, hüpf. Das Kartoffeln kann man Wodka machen. Ah, das könnte man auch, aber das wäre verschwendet. Pommes sind viel geiler als Wodka. Sehr muss ich denn das durchwühlen hier? Ach so. Du hast einen entdeckt, darauf kannst du stolz sein. Du hast einen entdeckt. Ah. Darauf kannst du stolz sein, denn sie zeigen sich nicht jedem. Die Pensei brauchen die Ki-Energie der Nono, um den Kreislauf zu vollenden und zu einem Baum des Lebens zu werden. Das wird die Zeit das stimmt zeigen. Wohl. Jedenfalls möchte er dem sein Leben das widmen. Das stimmt wohl, hatte ich keinen Er ahnt, dass das Schicksal der Welt davon abhängt. Einfach gären lassen, dann wird das Alkohol. Der Baum alles. Muss lange Zeit genährt werden. Nur wenn die Nono ihr Ki explosionsartig freigeben und eins mit dem Baum werden, wird der Baum ein Starker werden. Du wirst ein Netz brauchen, um den Nono zu fangen. Er möchte, dass du seins benutzt und sanft vorgehst. Die Nono sind empfindliche Wesen, eine Verkörperung des Ki, der Urenergie. Reifennetz erhalten. Neue Hauptquest der Nono. Du schwingst dieses Netz wie ein Naturtalent. Er ist beeindruckt. Wäre ich auch von mir selber? Er ist für jede Hilfe dankbar. Da draußen gibt es jede Menge Nono, die zu den Wurzeln des Pensei-Baumes geleitet werden. Wie viele sind nötig? Oh, es braucht eine stetige Zufuhr an Ki für die nächsten 20 Monatszwölfer, also unzählige. Er hofft, dass der Baum eines Tages hoch genug ragt, um die Welt zu erhalten. Mhm. Aber heute solltest du dich darauf konzentrieren, dass dieser eins mit dem Baum werden kann. Okay. Führe den Nono mit dem Baum zusammen. Ja, dann müssen wir zum Baum zurück.
Kann man irgendwo... Muss mal kurz in die Steuerung gucken. Gut, dass es hier so viel steuerungsmäßig gibt. Gibt es einen Questlog? Das will ich gerade wissen. Tagebuch auf J. Ist es das? Nein, gibt es noch nicht. Tagebuch, okay. Lul, was war das? Lul, einfach drop. Sieht aber ganz nett aus, die Welt bisher, oder? Meine ich das nur. Okay, der Baum ist auf jeden Fall schnell gewachsen. Hier ist wieder Elvis am Start. Jetzt, da du die Verbindung der Nono zum Baum mit deinen eigenen Augen gesehen hast, gibt es keinen Grund mehr zum Zweifeln. Ab heute besteht sein Lebensziel darin, den Pensai zu hegen und zu pflegen, bis er zu einem Lebensbaum wird. Nicht nur zum Wohl des Dorfes, sondern zu dem aller Lebewesen. Okay. Eines Tages wird der Frieden gestört werden. Dann wird nicht einmal mehr deine Mamu alle schützen können. Das ist nicht so gut, wenn meine Mamu das nicht mehr schafft. Die Auswirkungen der rücksichtslosen Handlungen derer, die zuvor hier lebten, sind bereits sichtbar. Wenn sich nichts ändert, sind alle verdammt. Das Land wird die Folgen der Nebeneffekte des industriellen Fortschritts der alten Welt nicht überstehen. Das ist auch nicht so gut. Er meint, du solltest lieber rasch zurück ins Dorf, bevor deine Mamu nach dir sucht. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Na dann, zurück ins Dorf, ne? Sie ist viel zu beschäftigt und nach dem Überfall auf das Lupin-Lager gestern Nacht mit ihren Schülern braucht sie ihre Ruhe. Ob sie die Räuberfamilie wohl am Leben lassen? Schauen wir mal. Er hat dich für eine Weile verloren. Doch keine Erinnerung ist allein. Sie gehört zu einer Spur, der du folgen kannst. Erinnert sich an jeden einzelnen Tag, an dem er den Baum des Lebens pflegte. Doch jetzt fürchtet er, dass es vergebens gewesen sein könnte. Das wäre schlecht. Der Baum begann zu welken, als die Endtage begannen. Bald danach tauchten die Weltenfresser auf. Es existierten Aufzeichnungen über die Zerstörung des Landes durch die Toxanol Corporation. Die Apokalypse entfachte eine Re-Evolution, die Wiederkunft und der Anfang des neuen Lebens. Sein Freund Gizmo arbeitet an einem Mekton. Er braucht Hilfe, um den Jumbo-Knäuel am Ende der Westwurzel zu besiegen. Wiss repariert immer noch seinen Oktopod, um sich dem Trübschnauber zu stellen, der tief unter der Oberfläche am Ende der Nordwestwurzel lauert. Noko hat den Mute gezähmt und bereitet alles für den Kampf gegen den Hufschnauber am Ende der Ostwurzel vor. Glibbo ist endlich so gut wie fertig mit der Arbeit am Glibbergleiter. Muss ich mich jetzt entscheiden, was ich zuerst mache? Ihn kannst du auf den Wellen reiten, bis zum Pummelschnauber, ganz am Ende der Südostwurzel. Steinalt sagt, seine Freunde rüsten sich für den Kampf gegen die Weltenfresser. Am Ende jeder Wurzel befindet sich einer von ihnen. Dies wird kein leichter Weg. Doch er zählt auf deine Hilfe. Allein können seine Freunde es nicht schaffen. Sie sind nicht stark genug. Er will dir zu verstehen geben, dass ihr alle sterben werdet, wenn der Baum nicht gerettet wird. Wie besiege ich die denn? Seine Freunde haben für jeden Weltenfresser etwas vorbereitet. Der Mekton, der Oktopod, der Mute und der Glibbergleiter sind fast schon einsatzbereit.
klingt doch erstmal nett. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. Du, wow. Okay, neue Hauptquest, das Ende der Welt. Wir müssen endgültig aus dem Bunker verschwinden. Und Schicksal der Welt haben wir auch freigeschaltet.